Ja, schönen guten Morgen. Ich bin Charlie, DK3ZL und hatte mir als Vortrag so überlegt, durch meine Aktivitäten, ich bin auf den Q100 gekommen, weil ich auch mit Karl Mainzer befreundet bin. Im Mai 19 meinte der Karl, der hatte als einer der Ersten sich auf Q100 logischerweise eingeschossen. Und dann hatte er an einer Clubstation seine Station aufgebaut. Da hat er mich im Mai eingeladen und da ist bei mir der Funke übergesprungen, als ich das so gesehen habe. Denke ich, das ist ja eine tolle Sache. Ende 19 habe ich dann eine Fahrt nach Afrika geplant und ich war ein Jahr vorher auf den Leos QRV mit einem Auto, Vertikalantenne 2,70 Meter und 5 Watt Handfunkgerät. Habe da einige Gitter aktiviert und die Leos in Afrika sind nicht so übervölkert wie das Problem hier in Europa, wo auf einer Frequenz in FM dann hunderte Stationen rufen. Also in Afrika sind da 3 oder 4, die haben schon am Tag gefragt, wo ist denn der Charlie, der war heute noch gar nicht da. Das ist wie gemütlicher Relaisfunk. Und in der Sache denke ich, Mensch, vielleicht geht es doch mit Portabelantennen und habe mir dann überlegt, die Antenne ist in Windhoek gekauft worden in Namibia. Nur eine Antenne. Und dann bin ich losgefahren, habe dann 16 Gitter aktiviert. Also ich denke mal, ich bin einer der Väter dieser Grid-Aktivierung, die jetzt ein großes Thema ist. Und in dem Zusammenhang hatte ich mir jetzt überlegt, weil ich jetzt immer mithöre und auch lese in den Medien, was die Funkfreunde weltweit, wie sie über Q100 funken. Man ist fassungslos, was jetzt alles zu sehen ist. Und als Vorgeschichte einfach mal, das ist so die alte Analogtechnik, der weiß wohl nicht, welches Diplom er arbeitet, ob SHF, UHF, VHF. Auf jeden Fall ist das doch schon mal eine Art wie man mobil. So, und was wir hier sehen, diese kleine Schüssel, das ist in China, das ist BG0AUB, einer der ersten Chinesen auf dem Satelliten. Und der hat dann auch angefangen, wie so viele, sich Ideen zu machen, wie kann ich jetzt, und wir haben ja das Problem, in Afrika bin ich an einem Hotel, habe die Antenne auf die Veranda gestellt, da ist kein Hochhaus, die Antenne wird nicht von irgendwas abgeschattet. In Europa geht man auf die Straße, beim Nachbar, irgendwo ist immer was im Weg, die Leute in Europa gehen auch portabel, also raus in die Landschaft. Und darum geht es ja. Der Chinese, die Chinesen haben ja riesen Hochhäuser, der hat also das gemacht. Jetzt muss ich mal das nächste Bild. So, und das ist jetzt also zum Beispiel, wenn einer in Urlaub fährt, diese kleinen Antennen, es funktioniert über Q100. Man ist fassungslos, die kann man in der Handtasche stecken. Und das ist so ein schönes Beispiel. Und dann mal nur mal so allgemein, wenn man so sieht, die haben wenigstens eine Richtung, natürlich Fernsehantennen. Hier ist ein bisschen durcheinander. Wenn man genau guckt, wo die alle hingucken, diese Antennen, da weiß ich nicht, was der Hintergrund ist, wer sich da die Antennen montiert hat. Naja, also die Nachbarn werden dann freundlich darauf hingewiesen, dass hier Amateurfunk auch nicht über Q100 gemacht wird. Aber jetzt will ich auf Reisen gehen und das ist so eine Variante. Da hat jemand eben das Ding durchgesägt und das ist die aufgebaute Antenne. Und jetzt kommt das nächste Problem. Man muss manchmal im Hotel aus dem Fenster rausfunken. In Afrika, meine Lodges, wo ich war, ich habe gesagt, ich brauche ein Zimmer nach Norden. Unbedingt nach Norden. Also warum denn nach Norden? Es ist doch das schöne Wetter und der Strand. Und so. Nein, ich brauche Norden wegen Q100 auf Kongo, über dem Kongo. So, und hier sieht man zum Beispiel, dass diese Antenne, denkt mal, was ist das denn? Das ist Brasilien. Und in Brasilien ist eben der Erhebungswinkel manchmal nur 1-2 Grad. Da wird die Antenne einfach umgedreht und deswegen guckt die Antenne so etwas schräg. Da kommen wir gleich zu. Das hier ist ein Beispiel in Brasilien, dass jemand sich Gedanken gemacht hat, über die Möglichkeit im Internet auszurechnen. Hier, dieser Standort am Strand, das ist dieser Standort, ist -0,4. Und wenn man dann früher UKW gemacht hat, mit Beugung und Brechung, ja, da hat man so gehofft, dass was gebeugt wird und über die Alpen wieder in Italien runterkommt. Und jetzt kommt's, es ist unfassbar, aber die Signale auch im Minusbereich, Indonesien komme ich gleich, genauso, die liegen an der Ecke des Footprints und man glaubt gar nicht, was möglich ist, mit scheinbar doch irgendwie um die Ecke gucken. Also dieser OM hat die Antenne hier auch verkehrt rum aufgebaut, ne? So rein und so ganz flach geht das Ganze ab. Dann derselbe OM hat dann hier, es ist der Brasilianer, auch das geht im Hotelzimmer. Das heißt,
man muss durch die Scheibe durch, da ist ein Problem, die bedampften Scheiben. In Hotels hat man sehr oft aus Wärmeschutzgründen oder Hitzeablenkung, da hat man dann einiges an Verlusten. Aber hier ist einer, dann auch das geht, ich bin fassungslos, da wurde gefunkt, da ist halt alles möglich. Das sind also portabel aufgebaut einfach. Auch hier, das waren wohl 10 dB Verluste, die er durch das Gitter hatte. Er hat es dann beschrieben auf WhatsApp, die Jungs schreiben ja immer live, was ihnen gerade passiert. Und das bin ich. Ich hatte in Kapstadt das Problem, da habe ich auch den Felix getroffen, den DL5XL aus der Antarktis. Und der hat das erlebt in meinem Schlafzimmer im Hotel. Da haben wir das auf Stühle gebaut. Das ist ein umgedrehter Stuhl und meine Schüssel liegt ohne weitere Halterung. Und wir haben gefummelt, bis ich irgendwo aus dem Fenster, das Fenster waren 15 dB weniger. Ich hatte schon Erfahrung, was meine Antenne gewinnt. Und es war das Fenster. Und dann habe ich doch den Scherz gebracht, dann habe ich noch einen Winkel geguckt, da habe ich dann das Neue Testament, das sind so 1 Zentimeter dick, das Buch in der Schublade gefunden, habe es unter den Stuhl, das Neue Testament hat nochmal 3 dB gebracht. Aber das ist meine Antenne aus Kapstadt raus. Und dann ich hier mit meinem Stuhl, wenn man sich anguckt, was für Bilder einem zugeschickt werden, es ist unfassbar. Also das alles hat einer sich aufgebaut mit Mörtelsteinen und da kann er immer nur hoffen, dass nichts abbröselt, dann ist der Winkel wieder mit dem Satellit weg. Es gibt wirklich die witzigsten Ideen. Naja, und in Arabien, die Nächte in der Wüste werden kalt, hier hat jetzt jemand sein Auto, das ist derselbe OM, da hat er dann auch einen Wohnwagen dabei, weil es wird sehr kalt, auch in der Sahara kann es ja null werden. Aber was das für eine Antenne ist, war mir nicht ganz klar. Also wo er da hinguckt, es ist das Trinkgefäß, es ist der Wasservorrat. Aber es sind so interessante Fotos, deswegen wollte ich das einfach mal zeigen. Ja, hier wieder die Wüste, man sieht dieser Schattenwurf des Fotografen, was alles möglich ist. Das ist in Afrika, da hat er seine Antenne, es geht jetzt um Wind, um Probleme, dass Antennen umfallen können. Da steht das Auto sozusagen auf dem Fuß drauf, das ist schon mal eine sehr gute Stabilität, dass da einem nichts passiert. Dann andere Standorte, das ist jetzt in Israel, die Israelis haben ja diese Kraterlandschaften aktiviert. Es gab da 4 große Krateraktivitäten, in Israel gibt es irgendwo ganz berühmte Krater. Und die sind dann in die Reihen und da gibt es auch wahnsinnig Stürme und Winde. Das ist mein Opfer, aber ich habe Glück, das Kabel hat die Antenne gehalten. Das ist in Namibia beim Fish River Canyon. Als ich wiederkomme, sehe ich, dass meine Antenne, ich hatte nur einen. Ich hatte gedacht, die beiden stehen, einen machst du fest, nix. Der Sturm, der durch das Camp gedonnert ist, hat die Antenne, die Kabel haben es aber gehalten. Hier ist leider vorher und dann in Israel ein kleiner Sturm und hier ist sie zerstört, da liegt sie völlig zerlegt am Boden. Das sind Dinge, wo man bei Portabelbetrieb in Europa nicht gleich dran denkt, aber diese netten Exoten, die da unterwegs sind in der Welt auf Q100, das ist eine so tolle Spielwiese, der Satellit, und da kann man solche Sachen erleben. Ja, dann eine Möglichkeit, das sind jetzt von LKWs 4 Scheibenbremsen. Die liegen auf der Metallplatte, die Schüssel würde von der Platte weggewegt. Aber diese 4 Monster-Bremsscheiben, die da drauf liegen, das ist von irgendeinem riesen LKW, damit ist es, das ist meine Antenne, wo sie dann kaputt gegangen ist. Das ist in Südafrika passiert. Ein Sturm hat sie 3 Meter in die Tiefe stürzen lassen. Ich habe sie hingeklebt bekommen, wir hatten Komponentenkleber dann bekommen und dadurch konnte ich meine Fahrt auch mit Satellitenfunk weitermachen. Das ist die Antenne, mein V55QO, ZS95QO, das ist jetzt der V51RS, der hat meine Station bekommen und diese Station ist bei einem Field, der jetzt in Namibia im Betrieb gewesen, auch portabel, die fahren dann raus an den Strand oder an die Leuchttürme. Diese Leuchtturmaktivitäten sind ja im Moment auch ein großer Renner und da sind Unmenge Q100 Stationen jetzt drauf. Also das Portabel hat wahnsinnig zugenommen. Dann kommen wir mal das am Strand, da ist man natürlich dann neidisch, ne, wenn man hört, dann ne, 30 Grad im Schatten, wenn überhaupt Schatten ist. So sind in Brasilien auch hier wieder verkehrt rum die Antenne. Ne? Nicht hier unten, sondern wegen der Fläche einfach verkehrt rum. Das sind Brasilianer. Dann gibt es natürlich die Norweger, die gehen dann schon mal auf die Berge, da liegt dann auch Schnee. Also zu jeder Temperatur müssen unsere Geräte funktionieren. Auch das hier, und das ist jetzt einfach mal so ein kleiner Übergang, denn wir sind ja als AMSAT auch eigentlich ganz stolz, dass wir da am Südpol eine Station errichtet haben, also in dem vielen Eis mit minus 40 Grad.
Und da komme ich jetzt drauf, um an den Südpol zu kommen. Felix und Theresa sind ja dann damals losgefahren. Wir haben ja eine Portabelstation auf der Polarstern aufgebaut. Die habe ich bei mir im Wintergarten experimentell ausprobiert. Das ist auch eine Antenne, die ich jetzt noch portabel benutze. Dann ist hier dann gespendet von uns AMSAT der 7900 und so weiter mit dem Transverter. Und im Endeffekt ist natürlich der ganze Stolz dieser Antenne, die leider ja im August letzten Jahres durch starke Stürme zerlegt worden ist. Und diese Antenne ist inzwischen ersetzt. Aber das ist einfach mal ein Ausblick, das ist eine andere Art des Portabelfunks. Da kann man neidisch sein, denn der Carsten ist ja im Moment schon seit einer ganzen Zeit da unten zugange. Wenn man dann nachts auf dem Schiff ist, das ist hier unser guter Andreas, der hat es also wahrhaftig fertiggebracht, auch weil es ihm so viel Spaß gemacht hat. Das ist ein reiner Zivist eigentlich. Und der sagt, Q100 und SSB, was ist das dann? Aber der war so schnell angefressen, der hat dann wirklich in der Dämmerung und nachts, und hier ist unsere Portabelantenne auf dem Schiff. Und wenn das Fahrtrichtung ist, dann ist es nach Süden, weil die fuhren ja in Afrika entlang. Kongo stand der Satellit, man konnte also an der Position auf dem Schiff sehen, Hinfahrt oder Rückfahrt. Also war schon spannend, er hat sehr viel Spaß gehabt. Das sind jetzt die Antennen, die in Bochum nochmal neu gebaut worden sind. Eine Antenne ist die Ersatzantenne gewesen für unten die Station DP0GVN. Und die anderen haben es ja mitbekommen, wir haben auch eine Antenne fertig gemacht und die steht eigentlich startklar für das berühmte Schiff. Ich weiß gar nicht, ich habe den Namen vergessen. Ne? Also wir sind ganz optimistisch, wir müssen uns nur gedulden, das ist ein Moby Dick, ja. So, dann nochmal, man ist unfassbar. Aus was kann man alles ein LMB und eine Reflexion machen? Auch aus so einem alten Pfannentopf. Unfassbar, was in den Medien die Funker einem zuschicken. Ich fand es einfach nur irre. Das war, als ich in Afrika unterwegs war. Das ist natürlich jetzt Verschwendung. Ne? Das ist ein 4-Meter-Spiegel, der wird nur zum Schutz, damit es nicht regnet, verwendet. Da kriegen wir Gänsehaut und sagen, das kann doch nicht wahr sein. Das ist natürlich was Extremes, das ist ein Bild aus Nepal, dass da jemand jetzt auf Portabelbetrieb geht mit einer 3-Meter-Schüssel, das ist schon heftig und ein Sherpa dann dazu anstellt, aber ich fand es einfach irre, was es da alles gibt, das ist also auch in Asien. Jetzt kommen wir zu dem Problem mit Indonesien. Es war natürlich ein positiver Aufschrei, als die Indonesier anfingen. Das waren Studenten, die hatten da eine Universität in Bandung. Ich kenne Bandung, weil ich da auch mal war. Das ist eine ganz aktive Gruppe. Und da haben die gesagt, du, wir sind genau an der Ecke von dem Footprint. Und wir haben minus 0,7 bis 1 plus, je nachdem. Dann sind die in Bandung morgens in den Nebel hoch auf die Berge, um nochmal Höhe zu gewinnen, um ihren flachen Winkel hinzukriegen. Und dass diese Truppe, sind ein Teil, die waren wahrhaftig auf dem Satelliten. Es war ein fürchterliches Geklopfe. Aber warum ist Indonesien so wichtig? Weiß jemand, was das Besondere an Indonesien auf Q100 ist? Etwas Einmaliges. Dieses Land zählt für das World All Continents als Ozeanien. Nur Indonesien ist Ozeanien. Das ist eine Sonderregelung. Und dadurch kann man auf Satellit mit nämlich dem RS-44 oder AO-7, ich habe Amerika gearbeitet, New York auf AO-7, der fliegt ja noch. Das heißt, man kann jetzt auf Satellit, nicht auf Q100, das kann nicht funktionieren, weil er ja einen Footprint hat. Aber jetzt kann man, neuerdings können wir das World All Continents machen und Indonesien zählt als Ozeanien, wo überhaupt keine Chance ist mit Q100. Aber die Jungs haben es gemacht. Und dann sieht man auch hier wieder, guckt euch das an, das geht aus dem Berg raus, dann runter ins Tal irgendwie und die Jungs waren zu hören. Es hat funktioniert. Öfters jetzt sogar. Jetzt zeige ich mal so ein paar nette Sachen. Das ist der Vatikan. Kann man gar nicht denken. Das ist der OM, der im Vatikan als HV3 Alpha 2 Tage auf Q100 war. Seitdem nicht mehr. Das ist im Moment auch nicht dran zu denken, aus irgendwelchen Gründen. Aber der Vatikan, das ist er. Er hat dort oben gesessen und hat die Schüssel da hochgeschleppt. Irgendwo hat er Drähte, wahrscheinlich zur Schweizer Garde oder so. Michi, musst du mal gucken, deine Schweizer Kollegen. Ob wir da mal wieder was hinkriegen. Das ist der Andi. Andi, DG4 MIG, das ist Kenia. Der sitzt in seiner Lodge in Kenia. Plötzlich war 5Z4 auf dem Satellit. Das war auch ein Highlight auf einmal.
Also dieses Portable und andere Länder aktivieren, es ist einfach faszinierend. Und man kann wirklich im Reich, guckt euch das hier an. Wo ist denn die Schüssel? Hier. Das ist wieder eine 35 Zentimeter Schüssel, die er im Koffer hatte. Anders geht's nicht. In Kenia kann man keine Schüsseln einfach mal so kaufen. Das ist faszinierend. Ja, dann hat man wieder was ganz Besonderes. Türkei ist das 2,4 Megahertz Band in militärischer Hand. Auf Deutsch gibt keine Amateurfunkgenehmigung. Türken, die offiziell scheinbar da funken über Köln 100, haben keine Lizenz. Das ist gesperrt, genau wie in Schweden Sonderregelungen sind. Es gibt viele Länder, wo 2,4 nur mit Sondergenehmigung möglich ist, manchmal nur ein Jahr. So, und die Türkei hat dann was Tolles gemacht, TC100QO. Und das waren jetzt, was man hier sieht, auf einer Hochebene, über 100 türkische Funkamateure. Das kann man sich gar nicht vorstellen. 100 sind an dem Wochenende dahin gekommen. Und davon waren 5 oder 6 Q100 interessiert und die haben dann wahrhaftig es hinbekommen und haben hier, ne, das sind die Testversuche, und sie waren QRV, das war auch die Hölle auf dem Satellit. Die Türkei, die ist jetzt wieder die nächsten Monate oder Jahre nicht anzusprechen als Land, als DXCC-Land. Es ist offiziell verboten, weil die Militärs das blockieren. Was anderes ist dann hier Bangladesch S21RC, ist ein ganz lieber, der Rabbi. Und da muss man sich vorstellen, dann krabbelt der auf irgendeinem Hochhaus beim Monsunregen morgens mit Backsteinen hält er dir. So hat der Bangladesch auf den Satellit gebracht. Einfach nur, weil es ihm Spaß macht. Es ist wirklich faszinierend, was die Leute sich ausdenken. Und mit Hilfe dann Komponenten aus China zugeschickt, dann geht was kaputt. Der kann nicht einfach bei Amazon mal anrufen und 3 Tage später ist eine neue Endstufe da. Man muss sehen, wie man in das Land die Sachen reinbekommt, die Komponenten. Aber die Jungs sind wahnsinnig aktiv. Der war also auch dann eine ganze Weile QRV, im Moment wieder nicht mehr gehört. Das Thema, wenn dann seltene Stationen sind, das ist wie auf Kurzwelle. Ich kenne es ja, bin ja seit 68 auf der Kurzwelle gewesen. Dieses Gebrülle und Gemache und die Hektik, wenn ein DXCC da ist. Und da haben also auch Leute in den Medien mal, ne, hier das normale QSO und dann wandelt er sich in das. Und das kann man wirklich manchmal sehen. Man kennt ja den einen oder anderen auch an der Stimme. Also was manchmal abgeht, wenn da so ein Pile up ist und es ist ein bisschen unkoordiniert, das ist schon ein bisschen traurig, das darf man eigentlich gar nicht genau erzählen. Und nochmal sehr schön ist natürlich dann auch das hier, ne, QRT, er macht sich weg hier, er hat die Schnauze voll. Und es waren immer wieder seltene Länder, vielleicht einen Tag da und sind dann nicht wiedergekommen. Die waren fertig mit der Welt, weil die keine Ahnung haben. Wenn also einer nur UKW gefunkt hat, hat niemals ein Pile-Up auf Kurzwelle erlebt, wie es da abgeht, der kriegt nur einen Schrecken. Und dann werden die auch noch in den Medien angemacht. Dann kommen noch so dumme Kommentare, der soll dann noch bitte bei Nummer 5 anfangen. Er hat gestern bei 4 aufgehört, da muss er heute bei 5 sein. Also man ist fassungslos, wenn die Menschen durchdrehen, wenn sie so ein seltenes Land haben wollen. Deswegen sind die Bilder so ganz anschaulich gewesen. So, ja, dann kann man natürlich auch sich überlegen, ja, wenn ich kein Hotel habe, dann nehme ich das Auto. Haben auch einige gemacht. Dann hat er das Auto hier draufgefahren auf so ein Gestänge, hier PY1 SAM ist das. Man sieht wieder, Brasilien liegt ganz im Westen vom Footprint, also 1 Grad, also wieder verkehrt rum. Der funkt jetzt. Der Witz ist nur, guck mal, hier geht ein Kabel unten rein und oben. Und da kommt das Kabel oben rein. Das ist das Scheck dieser OM. Viele haben ihre Expeditionen im Auto gemacht, haben im Auto geschlafen und am nächsten Morgen wieder weitergemacht. Nix hier mit Wohnmobil. In Brasilien gibt es nicht so viele Wohnmobile, kosten Schweinegeld. Also es ist faszinierend, wie sich die Funker engagiert haben, um mal ein paar... Der Paraguay, der Typ, das war ja ein Brasilianer, glaube ich, der rübergefahren ist, ne? Flo, oder wer war das mit Paraguay? War auch so ein... Der Konrad, ne? Oder der Deutsche, ne? Genau. Dann haben die sich ins Auto gesetzt und haben aus dem Auto gelebt, gearbeitet und ein paar Tage Action gemacht. Also nichts ist unmöglich, wie ich schon da oben geschrieben habe. Moment, was war jetzt? Irgendwas ausgefallen? Hast du gespielt? Warte mal, Moment. Da sind wir wieder. So, eine andere Möglichkeit, in Israel sieht man das ganz locker, dann setzt man sich einfach in die Stadt, macht ein paar Zäune drum und hat Ruhe von den frechen Touristen und dann sitzen die doch, ist ja auch ganz lustig, ne? Ganz gemütlich unterm Baum, hier das ist eine israelische Stadt, da fahren die Autos vorbei, die haben sich einfach abgekapselt und machen ihren Betrieb portabel zu irgendeiner Festivität. Also das kann man sich bei uns eigentlich gar nicht vorstellen, dass irgendein LKW anhält, packt ein paar Gitter raus und man setzt sich an die Straße und macht Funkbetrieb über QO100.
Die andere Methode ist natürlich auch, ne? Der hat sich's auch gemütlich gemacht an der Satzschüssel. Das fand ich auch sehr treffend, das Foto. Das ist also auch sehr entspanntes Gucken vom Fernseher. So. Das ist natürlich super, ne? Da sind wir alle neidisch. Das ist auch mein Ibrahim, der 8Q7 QC. Und hier sitzt ja der Michi, der die Station mit hatte. Ich habe ja die Station gekauft und dem Ibrahim dann zur Verfügung gestellt. Deswegen sind die Malediven theoretisch regelmäßig auf dem Satellit. Aber so sitzt man natürlich, ob nun an der Nordsee oder auf den Malediven am Strand, haben auch sehr viele gemacht. Also die Reiselustigkeit in solche Länder ist über Q100 Aktivität auch stark gestiegen. Dann haben wir hier jemand, der in irgendeinem walisischen oder schottischen Hochgelände das Ganze macht, hat den Hund dabei, hat eine Wanderung, einen Rucksack, hat die Schüssel mitgeschleppt. Mein lieber Mann, das ist schon mal ein bisschen mehr. Na, das ist die Nina mit ihrer süßen 35 cm Schüssel in Italien. Das Bild hat sie mir zur Verfügung gestellt, die lässt auch schön grüßen, die konnte leider nicht kommen. Aber so ist Nina im Wald, Blick aus dem Wald auf den Satellit und schon geht's los, hat sie Gitter aktiviert. Dann, das ist so ein Kulturerbe, hier irgendwo auf dem Schild steht irgendein tolles, auch in England irgendwo, der will die Einsamkeit, der will keine Einsamkeit, der sitzt mitten in einem Pulk vom Campingplatz, schielt zwischen zwei Wohnwagen durch und macht auch seine Aktivitäten, ne? Also wohl irgendwo in England dann. Man sieht zwei Koffer, die kleine Schüssel wieder und das ist wirklich easy mit den heutigen Komponenten. Dann aus dem Gemüsegarten raus, ne? Das ist irgendwo auch in Spanien oder irgendwo, hat einer einfach wohl bei der Frau mal gesagt, mach mal die Plantanen oder die Banane beiseite, ich muss da meine Schüssel hinstellen. Und dann, das ist ein 14-Jähriger, ich habe jetzt das Ruhe, irgendwo auch in, hier, der hat bei den Eltern zwischen die angepflanzten Dinger einfach seinen Kram hingemacht, einfach nur toll. Und das hier ist eine Clubstation in Finnland. Und das ist hier unsichtbar eine Gitterantenne. Die fällt gar nicht auf. Ne? Diese Schüsseln fallen ja alle auf. Aber diese Gitterantennen, das ist unscheinbar. Wenn da einer spazieren geht, der merkt gar nicht, dass da eine Satellitenschüssel steht. Die sieht man gar nicht, diese Gitterantennen. Auch faszinierend. Ja, das letzte Bild von unserer allgeliebten DB0 GVM. Nochmal ein Blick auf unsere Station. Das hier ist die Station, da oben sitzt unsere Antenne, das ist das südliche Aurora am Südpol und das ist die Milchstraße, etwas, was der Carsten im Moment reichlich jeden Tag sieht. Das war es so, die kuriosesten Antennenmöglichkeiten, mal ein kleiner Auszug. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wer ist dran? Meint. Ja. Mir sind ein paar Gedanken eingefallen, immer viel diskutiert, diese minimale Elevation von minus 0,5 Grad oder ähnliches. An manchen Stellen sollte man nochmal genau nachrechnen, also manche Programme im Internet, Webseiten, wo man die Position des Satelliten eingeben kann und die eigene Position, die sind dann nicht so super genau, wie wir das als Funkamateure gewohnt sind, wenn wir selber Programme geschrieben haben. Also da muss man vielleicht hier und da noch mal nachrechnen, ob das wirklich so ist. Ein zweiter Punkt ist die Position des Satelliten. Der wandert natürlich auch immer mal so ein bisschen von seiner Position hin und her. Der ist auch mal verschoben worden ein bisschen, sind zwar nur wenige 0, irgendwas Grad, aber auch solche Dinge können da schon mal, gerade wenn man in so einem Randgebiet ist, Auswirkungen haben. Ansonsten, wir sehen das hier mit der 20 Meter Antenne ja ähnlich. Wir empfangen ja hier die Deep Space Satelliten der NASA und anderer, also zum Beispiel vom Mars. Und das ist ja auf 8 Gigahertz, gar nicht so weit entfernt von Q100 auf 10 Gigahertz. Und auch da sehen wir dann schon so beim, und das ist hier wirklich sehr präzise an der Stelle, wir reden da von 0,1, 0,2 Grad, nicht mal Abweichung. Ne? Also da sehen wir das dann so bei 0, minus 0,2, da kommen mal die Signale nochmal so ganz leicht hoch durch Refraktion und ähnliche Effekte, aber dann ist irgendwann Schluss. Also ob das jetzt bei minus 0,5 Grad oder irgendwo
gibt es auch Versuche bei minus 1 Grad. Das wäre spannend, mal zu sehen, ob das klappt. Und wie gesagt, immer mal nachrechnen, vielleicht auch mal mit anderen Programmen, ob denn diese Elevationsangaben wirklich so genau sind. Manche Algorithmen, manche Webseiten verwenden relativ einfache Algorithmen. Da kann es durchaus auch schon mal Abweichungen geben, wenn man dann auch noch die Höhe berechnet und Ähnliches. Genau, das war der, das ist das, was mir jetzt gerade noch mal einfiel. Ansonsten, Charlie, ich finde diese Bilder, Beispiele wirklich, wirklich toll. Und eigentlich das, was wir uns ja auch als AMSAT immer mit dem Q100 erträumt haben, dass wir eben zeigen können, wie einfach gerade der Mikrowellenbetrieb auf 10 GHz und S-Band-Uplink 2,4 GHz tatsächlich ist. Ich glaube, der Schrecken ist vielen genommen worden, was die Technik angeht. Und ja, es hat sich ja auch in den letzten Jahren unheimlich viel getan, auch gerade hinsichtlich dieser ganzen Software-Defined-Radio-Entwicklung mit dem Pluto. Das ganze Thema GPSDO, wir werden ja gleich nach der Kaffeepause noch einen sehr interessanten Vortrag hören zur Charakterisierung von hochgenauen Uhren und Oszillatoren. Da spielt das Ganze ja auch mit. Aber das ganze Thema, wie hochgenau wir mittlerweile in der Lage sind, Frequenzen ja zu erzeugen und zu messen, gerade im Zusammenhang eben mit QA100, wo wir eben mittels GPSDO unsere Oszillatoren stabilisieren, damit eben wirklich auf den Hertz genau die Frequenz stimmt. Das ist ja auch eine Entwicklung, die da angestoßen wurde dank Q100. Da war vor Jahren gar nicht mit zu rechnen. Ich sag mal, vor Q100 war der Begriff referenzierte Oszillatoren mit GPS, das war den meisten Leuten, Funkamateuren, vollkommen unbekannt, was es da gibt. Und nicht nur das, die Technik war auch fast unbezahlbar. Und da hat es also Entwicklung gegeben. Ich glaube, da können wir stolz sein als AMSAT, was wir mit Q100 wirklich geschafft haben. Und wie gesagt, das Thema eben mit den Antennen. Ich bin gespannt, was da in den nächsten Jahren noch so alles kommt. Da gibt es ja wieder immer wieder neue Expeditionen und neue lustige Dinge. Also Charlie, ich bin auf deinen Vortrag nächstes Jahr gespannt, welche neuen Bilder uns du dann präsentieren kannst. So, ich hoffe, wir konnten die kleine Lücke überbrücken. Dann machen wir jetzt eine kleine Kaffeepause und um 11.30 Uhr sollten wir uns dann hier wieder pünktlich einfinden mit dem nächsten Vortrag. Danke erstmal.